Hi, hier ist dein Wirkstoff ABC mit O wie Opipramol. Opipramol gehört zur Gruppe der trizyklischen Antidepressiva. Der Wirkmechanismus basiert allerdings nicht auf der Wiederaufnahmehemmung von Neurotransmittern, sondern auf der Bindung an Sigma-Rezeptoren im zentralen Nervensystem und im Gehirn. Verordnet wird Opipramol bei depressiven Verstimmungen, die mit Unruhe, Spannung, Angst und Schlafstörungen einhergehen. Nach der Einnahme tritt zuerst die sedierende und angstlösende Wirkung ein, bevor im Anschluss ein stimmungsaufhellender Effekt erfolgt. Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen ist aufgrund fehlender Daten zur Unbedenklichkeit nicht möglich. Die Dosierung wird durch die verschreibende Praxis festgelegt und kann, wenn die Wirkung nicht ausreichend sein sollte, auf maximal 3-mal täglich 100 Milligramm gesteigert werden. Die Einnahme von Opipramol sollte mit oder nach den Mahlzeiten erfolgen. Als Nebenwirkungen können Dauerschnupfen, Mundtrockenheit, Müdigkeit, Schwindel, Gewichtszunahme, Magen-Darm- und Herz-Kreislauf-Beschwerden auftreten. Eine gleichzeitige Anwendung mit MAO-Hämmern ist wegen des Risikos eines Serotonin-Syndroms kontraindiziert. Eine Einnahme ist auch ausgeschlossen bei Leber- oder Nierenerkrankungen, Prostatahyperplasie und kardialen Vorschädigungen.